Es ist ein richtiger also Nutzen, wenn wir Sunnat Muhammad folgen. Rasul ist ein Rahma, eine Barmherzigkeit. Nicht nur für Muslime, für die ganze Welt. Nicht nur für Menschen, für die Tiere, für die Djinn. Wallahi. Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, blind folgen. Rasul sallallahu alaihi wasallam, blind folgen. Diese Kultur von den Kuffar ist jetzt in unsere Knochen so ein paar Mal geworden. Wenn sie Muslime, wenn du mit deinem Bruder triffst, begrüße ihn, besonders in den letzten Zeiten. Danach sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er gibt uns Tipps und er sagt uns, kann ich euch auch zeigen, wie könnt ihr euch lieben? Allahu Akbar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قول الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم ist eine Rahma, eine Barmherzigkeit. Nicht nur für Muslime, für die ganze Welt. Nicht nur für Menschen, für die Tiere, für die Djinn. Wallahi, Allahu Akbar. Deshalb, liebe Geschwister, es ist ein richtiger also Nutzen, wenn wir Sunnat Muhammad صلى الله عليه وسلم folgen. Sogar auch, man darf oder man muss sogar auch, wenn wir richtige Hadith, die richtig authentisch sind, Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam blind folgen. Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam blind folgen. Sagt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam denen, denn die Sahaba radiallahu anhu, die erwarten immer, wenn Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ دخلتم الجنة. Ich zeige euch nicht, wenn ihr etwas macht, werdet ihr das Paradies bekommen. Jeder Sahabi möchte das Paradies haben. Und wir möchten auch das Paradies haben. Sagte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als Tipp. Afshu salama bainakum. Allah. Nur das. Afshu salama bainakum. Dass du deinem Bruder sagst, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und das ist auch selten geworden. Das ist auch komisch geworden, dass du deinem Bruder sagst, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ha? Kennt er mich? Auch wenn ich dich nicht kenne. Aber ich weiß, dass du ein Muslim bist. Und das ist dein Recht, dass ich dir sage, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aber es gibt manche Brüder, wenn du das sagst, hä? Erkennt er mich? Ich kenne dich nicht, aber du bist mein Bruder von Islam. Das ist ein Schande, wenn ich dich sehe und du gehst vorbei, neben mir und nicht sage, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oder kommst du vorbei und sagst zu mir, Hallo oder Hallöchen oder Tschüssi oder diese unnormalen Wörter, die wir uns nicht passen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sogar auch, es gibt manche Familien, die kommen nach Hause, der Vater kommt nach Hause und dann hörst du, Hallo. Was heißt Hallo? Wenn du Hallo sagst, dann sei sicher, dass ein Shaitan, er wird mit dir dort bei deiner Wohnung übernachten. Was heißt Hallo? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So hat auch Adam a.s. die Engel begrüßt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oder auch, ich sagte Bruder, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und er sagte hier, Salam. Was heißt Salam? Ich habe dir gesagt, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Du musst mir mindestens sagen, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Warum? Allah عز وجل sagt, إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Wenn ich dich begrüße, zum Beispiel sage ich dir, السلام عليكم ورحمة الله. Musst du mir beantworten so, وعليكم السلام ورحمة الله. Und noch besser, وبركاته. Obwohl ich dir nicht gesagt habe, وبركاته. Das heißt, wenn ich jemand so begrüße, Assalamu alaikum wa rahmatullah, der Bruder, er soll nicht einfach mir sagen, wa alaikum assalam. Fehlt ihm was?
Warahmatullah wa barakatuh. Nochmal, damit ihr richtig versteht, weil sowas ist normal, nicht normal. Im Koran steht, Allah sagt, Azzawajal, wenn du eine Begrüßung von einem Bruder bekommst, das heißt, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, entweder gleich beantworten, was der Bruder dir gesagt hat, oder noch besser. Zum Beispiel, ich sage, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und der Bruder sagt mir, wa alaikum salam, falsch. Mindestens, er muss mir sagen, wa alaikum salam wa rahmatullah. Mindestens, weil ich ihm das so begrüßt habe. Und noch besser, wenn er sagt, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So muss das sein eigentlich. Nicht, dass ich ihm sage, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, und sagt mir, wa alaikum salam. Behindi, einfach behindi, kann man so sagen. Darf man sowas nicht? Darf man nicht so sagen? Diese Kultur von den Kuffar ist jetzt in unsere Knochen, subhanallah, geworden. Wir sind Muslime. Wenn du mit deinem Bruder triffst, begrüße ihn, lächel. Es ist nicht verboten, es ist nicht haram, dass du deine Zähne zeigst. Lächeln, einfach lächeln. Kana Rasulullah sallallahu aktharu ma shuhida wa meistens machen sie lassen, war am Lächeln. Sallallahu. Obwohl er Sorgen gehabt hat, obwohl er Probleme gehabt hat, aber trotzdem lächelt. Sogar gibt es ein Hadith, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nach diesem Hadith, was er gesagt hat, hat gelächelt. Und ein Sahabi, wenn er diese Hadith erzählt, er lächelt auch nach diesem Hadith. Sallallahu alaihi wasallam. So waren die auch die Sahabat und Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deshalb, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, genauso musst du mir auch zurück, also begrüßen. Limada, das ist unsere Begrüßung. Nicht Hallo oder solche Sachen. Nein. Wenn du einen Bruder kennst, dann sag ihm so. Aber das ist nicht was Neues. Das ist eine Zeichen der Stunde. Zeichen der Stunde, damit gemeint, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, es wird ein Tag kommen. Und die Leute, die werden begrüßen, nur jemand, der ihn kennt. Das heißt, ich kenne einen Bruder, sage ich ihm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wenn ich nicht kenne, ich sage nichts. Hada wa salamu al khassah. Und das darf man eigentlich nicht. Yani, min al-Iman, dass du also die Muslime begrüßt, ob du ihn kennst oder nicht kennst. Denn Salam ist was? Assalamu alaikum wa rahmatullah, das ist ein Dua. Und Salam ist ein Name von Allah Azza wa Jal. Wallahu al-Malik al-Quddus al-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.